So, ich habe mich ja vorbereitet heute. Ich war noch im Fitnessstudio. Was? Nein, die hatten bei uns Post reingeworfen, das war für die, habe ich rübergebracht. Hab mich aber für ein Gerät interessiert, hab da auch eine Cola gezogen. Auf einmal kommt der Haus-Arnold auf mich zu. Hat gerade eine Zehnerkarte auf der Sonnenbank so runtergesonnt. Eine Haut wie eine Pinnwand. Sah aus, hätte gerade den Fernsehgarten gemäht. Und sagt zu mir, hör mal, was ist denn hier mal mit dem Schnupperkurs? Ich so, nö. Pass auf, ich zeig dir mal ein paar Geräte. Das hier zum Beispiel, das ist ein Stepper. Ich sag, den habe ich mit in eine Miete. Wir nennen das Treppe. Und mit Einkaufstüten bietet ihr gar nicht an. Ne? Hier sagt er, das ist Spinning. Ich sag, das ist ein Fahrrad, was nicht ankommt. Sagt er, da kriegst du einen Klick am Ohr. Wenn du über 180 Puls bist, dann schreiten wir ein. Ich sag, Junge, ich krieg 180 Puls, wenn ich einen Joghurt umrühre. Ja, und als ich letztes Mal um Laufband war, haben sie mich aus dem Supermarkt geschmissen. Sagt er, bei uns lernst du richtig atmen. Ich sag immer, ich bin 47, bin hier, ich mach eher mal richtig. Ich atme ja gern, ist ja fast ein Hobby geworden. Da guck dich mal ein bisschen um. Ich da durch den Laden durch. Hast ja überall die viereckigen so. Schöne Brustbehaarung am Rücken, weißt du. Die haben Muskeln an Stellen, da wir keine Stellen. Macht einer so Bewegung. Ich sag zu ihm so, hör mal, trainierst du für Hammerwerfen oder bist du hier die Lüftung? Da guckt er mich an so und da, irgendwoher kenne ich den. Und ich, jeder Fußballverein hat diesen einen Assi unten am Zaun. Seit 1973 7 verschiedene Senfsorten am Rücken. Und kann nicht ein Lied auswendig, immer so, leere Scheibe. Schiri, Auto, schönes Ding, geil. Ich guck so rüber, ich denk, komm, da ist eine Theke, geh mal hin. Ich sag, mach mal einen Pilz. Stand so ein Viereckiger dahinter so. Da haben wir nicht. Ich sag, hör mal, leichst du gerade ab oder was? Sehr geil. Ich komme noch mal in die Situation rein. Giese geht aus, Peter Orbert. Sagt er so hier, Eiweiß. Ja, ja, ich weiß auch. Ihr müsst mal am Sortiment arbeiten, mein Freund. Aber sonst war schön hinten an so einem Wellenbad. Durfte gerade nicht rein, war die rote Fahne oben. Habe ich mich für Seepferdchen eingeschrieben. Ja, ich kann schwimmen, aber mir fehlt der Aufnäher noch. Der ist mal beim Umzug. Ist ja mal weg. Ja. Ich bin ja immer gern mal so damals schwimmen. Ich bin mal vom Dreier gesprungen,
Also die ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Frauen, die waren jetzt not amused. Das ist einfach, ne? So.